Joa, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladrim zu einem kleinen Webseiten-Video mit dem Zwergenfürst. Ja, ich bin hier auf Happy Wheels, also auf dem Online-Game Happy Wheels, totaljagface.com. Zwergenfürste Level gibt's hier noch nicht, daher nehme ich das nächstgelegene, nämlich mein großes Idol Bergmann, Herr Bergmann. Ja, hier mach ich mal ein paar Levels, die für ihn oder von ihm oder keine Ahnung, die irgendwie unter seinem Namen, hier habe ich Bergi gesucht, also die irgendwie in seinem Namen erstellt wurden, also. Los geht's mit einem kleinen Test. Bergi 7. Kleines Level. Kleines Level klingt sehr gut. Von Einhorn Girl. Hey, Herr Bergmann, das ist mein erstes Level. Ich hoffe, es gefällt dir. Viel Spaß, Einhorn Girl. Ja, hoffe ich auch, dass es mir gefällt. Ich bin nicht Herr Bergmann, aber ein Herr Bergmann-Fan. Okay, los geht's. Trotzdem, ich nicht Herr Bergmann bin. Ich nehme mal gleich hier mal diesen Tippi. Hey, Herr Bergmann, dies ist mein erstes Level. Ich hoffe, es gefällt dir. Jetzt tut es mir fast leid, dass ich hier nicht Herr Bergmann bin. Oh je. Und ich habe schon in den ersten Minuten die Steuerung raus. Däh! Scheinbar aber irgendwie doch nicht. Okay, ich dachte, ich habe die Steuerung raus. Ja, komm! What? Ein Landmine. Was? Alter! Victory! Drüber hinaus. Okay, ja. Schönes Level, ja. Nimm mal hier Bergi Intro. Hey Bergi, zu diesem Level kann ich nicht weiterlesen. Oh, das tut mir jetzt so leid, dass ich nicht Herr Bergmann bin. Pirat Plays as präsentiert. Herr Bergmann! Victory! Alles klar! Was ist? Bergi 1 Herz. Och, Mann, ich such mal nach. Ich such mal bei Bergmann. Das sind ein bisschen weniger. Warum das? Egal, ich guck mal hier nach. Hey Bergi, du und Marie. Och Mann, das. Es fühlt mich schlecht, dass ich nicht Herr Bergmann bin. Und Herr Bergmann, der Spieler. Warum hat das Ding eigentlich keinen Sound? Muss ich einen runterlegen. Natürlich. Ja. Mal sehen, ob sich was findet. Aber das Level scheint doch ganz gut zu sein hier. Das ist doch halbwegs. Das finde ich doch gut. Bah! Ich doch bis jetzt halbwegs machbar. Da habe ich gerade gesagt, es ist machbar. Und dann backe ich hier an so einer Stelle fest. Anlauf und durch. Sag ich doch. Ach du Scheiße, was ist? Kann das Fahrrad weiterfahren? Scheiße, ich verblute dort. Also Herr Bergmann verblutet dort.
Nee, komm, ich muss ich mir nicht antun. Bergmann Impossible. Und dieses Level ist echt schwierig, also gib dir Mühe. Nein, komm, also schwere Level gebe ich mir nicht. Ach komm. Ich darf keine Levels von anderen YouTubern spielen. Das ist, weil da stehen dann die Paluten Quiz 2. Paluten ist der Beste. Ja, das ist halt, naja, Herr Bergmann ist besser. Viel Spaß mal wieder. Ein Quiz von mir, viel Glück. Ja, da steht zumindest nicht. Hallo Paluten, das ist mein zweites Level. Ich hoffe, du hast Spaß. Du bist mein Lieblings-YouTuber. Liebe Grüße aus der Schweiz. Oh, ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht Herr Bergmann oder Paluten bin. Aber egal. Wie heißt der Hund von Peterle? Tyson oder Tyson? Nein, 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 nein. Hier, Tyson. Mit Y wird er geschrieben. Hops. Hops. Oh, da habe ich auch noch irgendwie nicht drauf. Ah, jetzt ist es kaputt. Richtig. Okay, jetzt hier vorwärts. Ist klar, er heißt Tyson X-Day. Wer hat die Europameisterschaft gewonnen? So, wer hat die worin? Portugal, Sturmwaffe. Ach so, ja. Natürlich hat Sturmwaffe die Europameisterschaft gewonnen. Welche Europameisterschaft? Wann hat Portugal eine Europameisterschaft gewonnen? 2012, 2013, 2014? Au, mein Bein. Richtig. Natürlich, das war doch falsch. Leider hat die Schweiz nicht gewonnen, aber dafür Portugal. Ich dachte Sturmwaffe. Wie fandest du mein Level? Gut oder schlecht? Kann ich irgendwas in der Mitte machen? Weil es war nicht jetzt unbedingt das Ultimum, aber ja, komm, es ist gut. Ah, es gibt noch sehr gut. Und vermutlich auch perfekt. Nein, sehr gut möchte ich nicht. Es war nicht sehr gut. Ach komm, ich schaff das sowieso nicht mehr. Ja gut, sehr gut. War sehr gut, das Level. Hopp, Moment, Moment, da ist was. Soll ich mehr machen? Vergiss es. Ja, sicher. Ja, mach mehr. Man verbessert sich ja. Los, hier runter. Ich bin schon fast gestorben. Victory! Jo, mal bewerten hier. Gut. Gut war gut. Nächstes Level. Das Quiz war doch gut, das war doch ganz super. Haben wir noch so ein paar Quests? Paluten Pferdequiz, okay. Er stellt mir, also wenn das jemand kann, also wenn jemand hier sich auskennt mit Happy Wheels und da ein Happy Wheels Fan ist, kann er mir doch mal ein Level erstellen. Am besten solche Quiz. Das Quiz fand ich ganz mega. Ein Zwergenfürst Quiz. Also, das fände ich mal geil. Könntet ihr mal machen. Oder mal andere Qu Sachen. Wo waren das Quiz hier? Hier ist Paluten Pferdequiz von Laura Schetti. Hey, du, ihr, in diesem Level kennt ihr euer Wissen, wer Pferde testen. Es ist mein zweites Level, bitte bewertet es fair. Okay, ziehen wir es doch mal rein. Also, ja, nichts direkt für Paluten. Also. Welche sind Blond-Halflinge oder Isländer? Ich glaube, Isländer sind brünett. Also Halflinge. Scheint richtig zu sein. Ja. Wie lautet die Abkürzung von Shetland Pony? Shetty oder Mini? Ich würde mal sagen Shetty, weil Mini. Richtig. Wie heißen die großen Pferde der Welt? Hat keine Zeit. Shire Horse oder? Na, du, ja. Okay,
Weiß nicht, warum das unter Paluten steht, aber ja gut. Haben wir hier noch Quizzes? Vielleicht will ich hier mal was suchen. Hier. YouTube. Wer? Quiz. Ach komm. YouTuber Quiz Demo, YouTuber Quiz German. Dann nehme ich mal das hier. Im Level habe ich drei Fragen zu deutschen YouTubern zu einem Happy Wheels Level gemacht. Wenn es quält 5. Ja, gut. Versuchen wir. Frage 1. Welcher deutsche Kanal erreichte als erster die 1 Million Abonnenten? YTT oder Gronkh? Ich würde Gronkh sagen. YTT kam erst später. Dafür werde ich gleich bestraft hier. Oha, das ist Spoiler. Restart Level. Also, jetzt müssen wir mal YTT. Das ist die richtige Antwort. Trotzdem verliere ich hier meine Beine. Fresh-Haltefolie arbeitet hauptberuflich als Lehrer. Nee, komm. Oh ja, ich wollte ihn ins Fresh-Torge als Lehrer. Hallo. Das glaubst doch selbst nicht. Boah, das tat weh. Gut, Fresh-Torge, hops. Als was? Schluss, Schulsozialarbeiter, okay, ja. Wusste ich nicht. Frage 3. Wer singt die Erfolgsparodie von YTT zu Somebody That I Used to Know? Somebody That I Used to Know. Phil, glaube ich, ja, Phil. Phil war das. Victory! Ich hab's geschafft. Nun habe ich noch ein Level. Exit Menü. YouTuber Quiz Demo. Machen wir noch das andere. Vielleicht. Na, nee. Komm. YouTube Quiz. Vielleicht findet sich noch was. Viel Spaß beim Spielen. Ja, vielleicht das erste von Summer Wine Circus. Hier ein kleines YouTube-Quiz für euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß. PS beachten. Pro Frage gibt es drei Antwortmöglichkeiten. PPS beim Sprung besser String drücken, da ich leider nicht geschafft habe, dass der Typ sich nicht die Beine bricht. Och, das ist kein Problem, ich bin schon. Seit wann gibt es YouTube? Stand 2015. Seit 8 Jahren, seit 12 Jahren, seit 10 Jahren. Ich würde mal sagen, 2010, gut, 8 Jahre. Ein bisschen vor 2010, ja, gut. Falsch? Okay. Hätte ich nicht gedacht. Gut, dann kommt die nächste Frage. Wer sind die Gründer von YouTube? Bestimmt keine Deutschen. Steve Chen, Charles ist mir relativ. Tom Peter klingt deutsch, also Steve Charles, Steve Chen, ich würde mal sagen, die hier in der Mitte. Was? Auch falsch. Ja, du weißt halt nichts über YouTube. Ja, nächste Frage. Die Abschnitte zwischen den Level, die könnten ein bisschen besser sein, ein bisschen kürzer. Was macht JFK im allerersten Video, das jemals auf YouTube hochgeladen wurde? Er redet über seine Arbeit, er stellt seine Familie vor, er ist im Zoo. Ich würde mal sagen, er stellt ganz professionell seine Familie Vlog-mäßig vor. Das ist die Begründung von Vlogs. Was? Falsch? Okay. Gibt es noch eine Frage? Frage 4 von 5. Wie viele Stunden Videomaterial wurden pro Minute auf YouTube hochgeladen? Wurden? Also werden. Also aktuell 2015. Um die 100, um die 300, um die 200. Um die 300, komm, das ist
Vier. Richtig, meine erste richtig beantwortete Frage. Juhu! Yay, hey! Was sieht man in dem Video, das im Jahr 2014 am meisten geklickt wurde? Eine Katze, die bellt, ein Hund, der als Spinne verkleidet, Leute erschreckt, ein Mann, der aus Wut seinen PC zerstört. Von den beiden Sachen habe ich schon was gehört, aber von der Katze noch nichts. Ich glaube das hier, weil das ist der, da habe ich von gehört. Das ist falsch. Mist. Dann war es wohl der Hund. Ja, ich weiß. Victory! Okay, dieses Quiz habe ich eher schlecht als recht beantwortet. Ja, vielleicht habe ich hier noch ein bisschen YouTube Quiz Gaming. Das sieht doch gut aus. Aber Deutsches, ich bin Deutsches, ich bin YouTube Deutschland. YouTube Quiz Deutsch. Gut, kein Kommentar dazu. Oh, jetzt habe ich den letzten nicht bewertet, aber gut. Willkommen zu meinem YouTube-Quiz. Frage 1. Welcher deutsche Let's Player von den hier genannten hat zum Teil die deutsche Let's Play-Community eingeleitet? Gronkh, ja, Gronkh. Was? Warum denken das alle? Ja, Gronkh ist der Let's Player, das ist. Aber ich denke, dass ich bin da einfach nur reingefallen. Das ist, wenn die Klickzoom, was Alligator, okay, wieso sollte der, ist das nicht ein Rapper? Wer ist der meist abonnierte Kanal Deutschlands? Kontor TV. Ich habe keine Zeit, das auszuwählen, weil ja, egal, scheint richtig gewesen zu sein. Ja, toll. Hier ist ein Quiz. Können wir mal gucken. Hey Bergi, hier ist mein erstes Level. Gut, ich bin wieder Herr Bergmann. Merk schon. Hey Bergi und alle anderen. Oh, schön auch. Zu meinem Zurück in die Zukunft Quiz. Falls dringend, ja, lasse ich einfach bleiben. Ich hoffe, ja, zurück in die Zukunft bin ich auch. Gut, was ist die erforderliche was ist die erforderlichste Geschwindigkeit in Zurück in die Zukunft, um eine Zeitreise zu ermöglichen? 120, 140, 120, glaube ich. Ja. 140 ist zu viel für. Was? 140, das ist doch Wahnsinn. Kann der DeLorean 140 fahren? Okay. Kann er scheinbar. Hopp. Hier mal zurück in die 140. Gut. Gut. Also 140. In welchem Jahr reist Marty im ersten Teil zurück in die Zukunft? 1955. Ja. Klar. Was? Von wem borgt sich Doc Brown Plutonium für den Fluxkompensator? Libyan oder Sirian? Ich glaube, Libyan war das. Libya, ja. Komm, geh durch. Meine beiden Beine sind schon gebrochen. Ja, ich würde hier gerne mal durch. Gehst du nicht durch? Muss ich diese Kugel dort berühren? Hilfe! Ah, ja, man muss die rote Kugel berühren. Autsch! Es war richtig. Weiter geht's. Wuhu! Wuhu! Los! Endspurt! Oh mein Gott! Da sitzt jemand auf der Toilette. Gut, das war doch ganz entsp das war doch ganz super hier. Gut. Ach, ich würde gern. Pretty good. Superb war es nicht. Ja, pretty good. Noch ein kleines Levelchen. Noch ein kleines Levelchen. Finden wir noch was? Finden wir noch das? Finden wir noch was? Ich guck mal hier. Noch ein kleines Quizzle. YouTube-Quiz, Berge-YouTube-Quiz. Quizzes bin ich ein Fan von.
Erstellt mir bitte ein Quiz, falls ihr vorhabt, was zu machen. Hallo Bergi, ich wollte dir eigentlich gestern schon ein LVL, ein Level erstellen, aber das ging irgendwie nicht. Trotzdem viel Spaß. Liebe Grüße, Lena. Ich habe die Frage gar nicht lesen können. Ja, sorry, Lena, dass ich nicht Herr Bergmann bin. Wäre ich gerne, aber bin ich nicht. Welche YouTuberin hat 2,2 Millionen Abos? Miss Beautypalace, Dagi B. Ich glaube mittlerweile beide, aber. Miss Beautypalace? Wer zog mit der. Komm, das mache ich nochmal, weil ich will die Fragen lesen. Hops! Miss Beautypalace. Ah! Zurück! Man geht so weit da. Nee. Hops. Miss Beauty Palace. Und stehen bleiben, stehen, 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 stehen bleiben. Wer zog mit denen als erst? Erst dann zweite, ja, Unge. Wirst du ja auf YouTube, Julienko? Ja, es geht ein bisschen schnell hier. Muss vorsichtig sein. Dagi B und die Fragen sieht man gar nicht. Wie heißt Unges Freundin? Bestimmt nicht Dagi B. Also, hopp mal drüber. Den Namen konnte ich nicht lesen. Mit wem wohnt Melina in einer WG? Sharin David oder Jan Ebkheim? Dette? Nö. Ja gut, nee, das mache ich jetzt nicht nochmal. Ja, war meh. Sorry für die schlechte Bewertung, aber ja, es ist. Kriege ich noch einen Quizze? Quiz? Nee, Fußballquiz. Filmquiz. Filmquiz ist gut. Filmquiz sind fantastisch. Filmquiz. 3. Hey Bergi, ich habe das Konzept von Filmquiz geändert. Ab sofort gibt es keine Fragen über immer einen anderen Film pro Level, sondern man muss durch Bilder, die in einem comicartigen, aber meiner Meinung nach coolen Artstyle gehalten sind, erraten, was für ein Filmserie, Filmcharakter etc. das ist aber. Es kommt gleich mal ein Beispiel. Okay, Beispiel. Schauen wir uns das Beispiel an. SpongeBob. In diesem Fall wäre SpongeBob richtig. Ich denke, du verstehst das Prinzip. Ah ja, Simpsons oder SpongeBob. Ja, da wäre natürlich SpongeBob das Richtige. Ist das nicht ein bisschen zu leicht? Aber egal. Kategorie 1. Los geht's. Filme. Matrix oder In Time? Ich habe beides nicht gesehen, aber ich glaube, die. Ist das Matrix? Ist das Matrix? Die haben Pistolen, das ist Matrix. Falsch! Es ist In Time! In Time sagt mir nichts. Ja, so ist richtig. Interstellar oder Gravity? 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 Richtig! Das ist Gravity. Aber geile, das hat sich ja richtig geile, richtig viel Mühe gemacht. Dieses sieht man richtig. Ja, hast du die irgendwie Scrubs oder Doctor Who? Das ist Scrubs. Das ist richtig geil gemacht. Das macht richtig, das ist auf jeden Fall richtig. Sieht man deine Mühe. Das ist Avatar, der Herr der Elemente oder Legende von Korra. Legende von Korra würde ich so mal raten. Richtig. Wow, ich bin hier auf Höchstform. Kategorie 3. Charaktere. Charaktere stehen. Hulk oder Frankenstein? Naja, ja, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Ach so. Mike oder James? Oh, ich habe Monster AG nicht geguckt, aber ich glaube Mike, 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 Mike. Ich glaube, der heißt Mike. Ja, geil, ich habe hier fast alles richtig. Werbung.
Ja oder nein? A. Ich, also, ist nach der Meinung gefragt. Also, ich meine, ja. Was? Lion, YouTube, Lion. Ach so, der will Werbung für sich machen. Ah, nein, da gibt es keine. Nee, 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 nee. Hier gibt es keine Werbung. Keine Werbung, keine Werbung, keine Werbung, keine Werbung, keine Werbung. Ach, ich meinte, ob der. Werbung in Filmen, weil. Hauptsächlich kurz, Lust, kann ja vorbeischauen. Ja, schaut mal vorbei. Ja. Und lasst Werbung. Nö, war richtig genial. Das war das Beste, was ich bis. Das war. Superb. Das ist. Geilomat. Mach noch weitere Level. Das finde ich super. Gut, dann würde ich mich auch hier verabschieden von diesem besten. Happy Wheels, Dings, Level, gut und sage ganz schnell mal, gebt diesem Video einen Daumen hoch, sollte es euch gefallen haben, abonniert meinen Channel, solltet ihr neu auf meiner Kanalseite sein und ja, kein weiteres Video verpassen wollen, ja, scheint so, als ob es demnächst wieder, als ob es jetzt öfters Happy Wheels gibt, könnte ich mir vorstellen. Ja, erstellt auch gerne mal einen Quiz für mich, solltet ihr Quiz Happy Wheels Ersteller sein. Happy Wheels Level, Zwergfürst LP. Und der Zwergfürst LP, damit ich sie finde. Ja, okay. Habt noch einen angenehmen Fürstlichen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Adios. Haut drinne.